Nee, als Kombi hat er den. Die ganz neuen? Mhm. Die V90? Ja. Oh, oh, oh. Von da kann doch nichts kommen, die Straße ist gesperrt. Aber seid ihr alle dämlich? Dann kann ich halt vielleicht. Schaffe die First, ne? Aha. Und da kann doch nichts kommen. Und da kann doch nichts kommen. Also diese Menschen. Alles klar. Der hat sich verfahren. Der wir fahren ja auf. Rabums. Motorhaube weg komplett, Junge. Every season. Leute, und zwar sind wir, der Falco und ich, hier schon seit früh morgens unterwegs und ich bin ein bisschen gehandicapt, weil ich habe seit, also wir haben es jetzt 7.26 Uhr, wir sind um 6 Uhr losgefahren, glaube ich, ne? Um 6 Uhr losgefahren und ich habe nicht mehr geschlafen seit Tag davor 13 Uhr. Liegt daran, weil mein Biorhythmus mit dieser Uhrzeit tagsüber überhaupt nichts anfangen kann, deswegen bin ich wirklich richtig müde. Ausrüstung und so ist alles am Start. Ich habe alles nochmal gecheckt. Speicherkarten sind leer. Ich habe jetzt gerade eben eine halbe, dreiviertel Stunde wieder ein Video geschnitten, dass jetzt die Tage rauskommt. Joa, wir haben jetzt noch 2 Stunden Fahrt bis zum Nürburgring, bis zum Truck Grand Prix, Freunde. Und ich denke mal, wir schalten dann wieder ein, wenn wir da sind. Bis gleich. Tschüss. About to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Wir sind angekommen, wir sind jetzt unten. Wir haben jetzt ein bisschen Wind und ein bisschen Motorengeräusche. Ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm. Ich mach mal so. Alter, krass. Im Moment fahren hier gerade die Autos. Wir suchen jetzt gerade hier eine Location. So sieht das hier aus. Hört euch mal den Sound an. Jetzt kommt der SLS AMG, achtet mal drauf, der dritte. Alter, das ist definitiv der lauteste hier, Leute. Ich melde mich später wieder. Das sind die Profis, die dürfen eine Reihe weiter. Ich leider nicht, oder wir. Wir machen die Anmoderation jetzt von hier, weil woanders sehen wir jetzt keine Möglichkeit. Da hinten sind zu viele Leute, deswegen machen wir die Anmoderation von hier. Und ich versuche das unter Extrembedingungen mit lauter Kulisse, weil es einfach Spaß macht.
Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche. We're on the run, this is what we waited for. Take my hand, we'll... So Leute, und jetzt sind wir bei unserer ersten Stelle. Wir sind bei Conti und wir lassen uns jetzt eine Technik mal zeigen, wie man einen Reifendruck misst und Prüfsystem. Das Wetter ist nämlich äußerst schlecht, deswegen habe ich jetzt einfach mal hier nachgefragt. Und Sie sind gerne bereit, uns mal zu zeigen, was Sie hier präsentieren. Und das schauen wir uns jetzt an. Kommt mit. Was sehen wir hier? Ja, wir sehen hier ein Luftdruckkontrollsystem, Conti Pressacheck von Continental. Das ist unsere Entwicklung auch. Das ist ein Nachrüstsystem. Das kann ich einsetzen für Nutzfahrzeuge, für Busse, für LKWs, Baumaschinen und so weiter. Kann ich das einsetzen? Das bedeutet, ich kann halt schauen, wie der Reifendruck ist und ob irgendwas in Argen ist oder wie kann ich mir das genau vorstellen? Ich sehe den Reifendruck. Hier sehen wir ja einmal ein Display. So sieht der Fahrer das im Fahrerhaus. Er kann also jeden einzelnen Reifen ganz genau sehen, welcher Fülldruck ist. Und das Interessante ist natürlich auch, er sieht nicht nur den Fülldruck, sondern er kann auch umschalten auf Temperatur und dann sieht er die Reifentemperatur. Ist natürlich sehr interessant, gerade während der Fahrt. Wenn er zum Beispiel mal eine Bremse schleifend hat oder ein Radlager läuft aus oder er hat eine Separation im Reifen hier oben, dass da eine Trennung ist, dann wird der Reifen natürlich warm. Ja. Und dann sieht er genau, ein Reifen verhält sich anders, als es sein soll, ne, und kann entsprechend reagieren. Und wo wird das am Rad, also wir haben jetzt hier ein Rad, kann man das... Hier haben wir zum Beispiel ein E-Tire, steht hier unten auch drauf. Das ist ein Reifen, wo die Sensoren schon von uns aus, vom Hersteller aus eingebaut sind. Aber natürlich können die auch nachträglich eingebaut werden. Die werden eingeklebt direkt in den Reifen, mittig rein, im Bereich des Festigkeitsträgers. Das Schöne ist natürlich, die Sensoren halten natürlich viel länger als der Reifen, weil die Sensoren halten 600.000 Kilometer bis 6 Jahre, sagen wir. Also das heißt, wenn der Reifen kaputt geht, durch äußere Einflüsse, dann könnte man das wieder ausbauen in einen neuen... Oder wenn der Reifen abgefahren ist auch, ne, der Reifen ist abgefahren, jetzt will ich den Sensor trotzdem weiter nutzen, ne, dann nehme ich den einfach nur aus dem Container raus, kaufe mir einen neuen Container, kostet ein paar Cent, setze den Sensor wieder ein, wird dann wieder entsprechend eingeklebt, diesen Kleber liefern wir gleich mit und schon kann er im nächsten Reifen dann wieder weiter betrieben werden. Der wiegt auch nur 36 Gramm, ne, also das ist wirklich sehr leicht, das spielt beim LKW bei einer Auswuchtung überhaupt gar keine Rolle. Ja, so ein kleines Teil mit großer Wirkung. Ich danke euch, dass ihr uns das erklärt habt. Gerne. Und noch ein schönes Restwochenende. Dankeschön, ebenfalls. Ich danke auch. Tschüss. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free. Ich bin der Dirk. Ich habe dich mal auf YouTube gesehen und ich habe dich jetzt hier getroffen. Und da wollte ich fragen, ob wir vielleicht mal zusammen essen gehen. Guck mal. No homo. Du siehst müde aus. Ich bin total. Ja. Wollen wir denn nicht mal zu Sonax gehen? Warum schläfst du denn nachts nicht? Ja, das war's. Wollen wir jetzt mal essen oder wollen wir... Was willst du denn essen? Was möchtest du essen? Egal. Was Warmes, was Leckeres. Ja, habe ich auch Bock drauf. Ich wollte mal bei Sonax gucken. Ja, dann komm, dann gehen wir mal rüber. Komm, wir gehen mal rüber. Ja. Komm, wir gehen mal zu Sonax. Ja. Kommst du? So, nächster Platz, wir sind bei der Firma Sonax und neben mir ist der Stefan. Stefan, grüß dich. Hallo Kai. So, und ich möchte mal von dir wissen, was zeigt ihr hier? Also wir zeigen hier eine kleine Auswahl von den Produkten, die Firma Sonax hat. Die Sonax-Firma hat 348 Produkte für Autopflegemittel im Programm. Wir haben hier für die Tracker 138 ausgesucht, die wir von der Erfahrung her aus einer Wendern Truck Days vom letzten Jahr vom Nürburgring mitgebracht haben, um im effektiv und sinnvollen LKW von innen zu reinigen. Weil die Tracker sind ja nun mal leidenschaftliche Reinigungsfreaks und die brauchen dementsprechend. Ein Kommentar unter meinen Videos war mal, Tracker sind ja richtige Putzfrauen. Also da stimmt das Vorurteil nicht, dass LKW-Fahrer schmutzig sind, nämlich die meisten Fahrerhäuser sind
Unglaublich, unglaublich sauber. Wir sagen, das sind Putzschlampen, weil die putzen nur noch. Weil Putzfrau ist eigentlich schon noch zu wenig. Weil egal, wo die stehen oder wo sie parken, die haben eigene Schuhe, die sie nur im Fahrzeug benutzen. Ja, jeder LKW, wenn die Tür aufgemacht wird, hat da seine Krokos drin stehen, wo sie mit aussteigen. Und wenn sie dann Wartezeiten haben bei den einzelnen Kunden, fangen die an, ihre Voucherverdecke zu machen, die Felgen zu machen. Und dafür liefern wir einfach die Produkte in Zusammenarbeit mit vielen Truckern wie Big Mike und Co., die uns den Feedback geben, was die Jungs dann brauchen. Und dafür brauche ich jetzt 138 Produkte? Du brauchst nicht 138 Produkte. Ist ja, nimm doch mal Parfums. Warum gibt es 500 Parfums? Du hast ja nicht 500 Parfums, oder? Nein, hat er nicht. Ich habe gerade ein gutes drauf. Ja, ist klar. Geil! Nein, das ist einfach. Der Anspruch. Der eine hat Leder zum Beispiel im Auto, brauchst ein Produkt, der nächste hat Alcantara. So, du kannst ja mit dem Lederprodukt nicht auf Alcantara gehen, nur um das eine. Der nächste hat Alcoa, Alufelgen, der nächste hat Stahlfelgen. Und so geht es ja weiter. Ne? Das ist einfach die Vielzahl. Und der eine sagt, naja, ich möchte ein bisschen mehr Glanz haben, ich möchte da ein bisschen mehr Reinigung haben, und wir haben sehr viel abgestufte Produkte aufeinander. Also pass auf, ich habe bei mir im Fahrhaus immer das Problem mit Stau. So, und wenn ich jetzt, ich habe jetzt nicht zwischengeguckt, was du jetzt hier hast. Cockpitreiniger, genau, das Wort habe ich übrigens gerade gesucht. Cockpitreiniger antistatisch. Ja, das sagen viele. Ja, probier's aus. Ich habe mein Fahrrad, ist mein LKW ist ja nicht hier. Aber nein, also ist. Ohne Scheiß, also ich sage mal, wir stehen dazu. Ja, wir sind made in Germany. Bei uns gibt es keine Produkte, die aus dem Ausland kommen. Es wird alles in Neuburg an der Donau produziert. Und wenn wir sagen, das ist antistatisch, dann ist es antistatisch. Wenn jemand mit dem Produkt nicht zufrieden ist, kann er es uns in jeder Filiale zurückgeben und bekommt auch sein Geld wieder. Nur wir entwickeln die Produkte selber. Wir haben eine eigene Labor, wir haben eigene Teststände. Und wir machen es ja nicht nur für LKW, aber wir haben ja auch jahrelange Erfahrung im PKW-Bereich. Und LKW und PKW sind ja eigentlich identisch. Es sind ja nur andere Volumina, sage ich jetzt mal. Ja. Nein, antistatisch bedeutet bei uns auch antistatisch, definitiv. Kann man so roundabout sagen, wie lange antistatisch? Ja klar, also ich sage mal, du hast das Problem, wenn du ein Kunststoffarmaturenbrett abreibst, erzeugst du ja eine Statik mit dem Lappen. So, jetzt wenn du das Produkt nimmst, erzeugst du eben nicht diese Strombrücke, um es aufzuladen. Das heißt also, du wirst es sehen, wenn es sauber ist, es bleibt sauber. Mit der Zeit entwickelt sich Staub, der fällt aber drauf. Antistatisch oder statisch zieht ja an. Und da wirst du den Unterschied sehen. Bei dem Produkt kannst du nachher es runterpusten. Es sei denn, du bist starker Raucher, dann machst du natürlich wieder eine Brücke. Nikotin ist ja ein guter Kleber. Ah, das. Okay, und dann hast du wahrscheinlich noch ein Produkt Nikotinentferner. Du, durch Zufall, guck mal. Also rein ist zufällig, ne? Rein zufällig gibt es auch was gegen Raucher. Ich muss kurz dazu sagen, weil bei YouTube ist das immer ein heißes Thema, es ist keine Produktplatzierung, ich bekomme kein Geld von Sonax. Ich bin jetzt hier, weil es sehr viel regnet und ich gedacht habe, die Jungs sehen sehr sympathisch aus, da kann man ja mal ein bisschen was nachfragen. Also das vorweg, wenn einer sagt, hier, da fehlt Produktplatzierung oder Werbevideo, nein, ist es. Das ist rein informativ auch für mich. Ja. So, Nico, ich rauche. Du rauchst. Schlimm. Warum? Frage ich mich auch schon seit Jahren. In meinen Videos nicht, aber ja, leider. Also ich habe vor 10 Jahren aufgehört. Ich kann sehr sagen, gut. Empfehle ich dir, danach weißt du eigentlich, wie sehr ein Raucher stinkt. Aber für diese Leute, also so für dich, ist es wirklich so. Ich habe es früher auch nicht gedacht. Äußerst sympathisch, der Mann. Ja, und normalerweise, wenn du jetzt von einer Party kommst, raus und du riechst deine Textilien. Ja, es ist auch eklig. Ja. Nein. Und hier ist ein Produkt, damit... Ja, Geruchskiller und frische Spray, damit kriegst du auch aus den Sitzen, es wird alles etwas gebunden, damit du diesen Nikotingeruch rauskriegst und das löst das Ganze. Ja, wenn du es hier siehst, ja, Textilien, Polster, Gardinen, du kannst es... Gardinen, ganz großes Thema. Ja, zum Beispiel, du kannst es damit einsprühen, es hilft. Es hilft, funktioniert. Die Kombination Cockpitreiniger und das hier. Mit dem Cockpitreiniger gehst du vor und hiermit frischst du alles auf. Dann hast du sehr, sehr viel an Nikotingeruch und Nikotin entfernt. Von deinen Kunststoffseitenverkleidungen, Armaturenbrett, dann wie gesagt Stoffe, Himmel, Eure, Gardinen, alles. Um die Farbe des Kunststoffs wieder aufzupeppen. Innen oder außen? Außen habt ihr auch. Ja, außen. Es gibt ja grundsätzlich die Kunststoffe, die nicht lackiert sind. Ja, gut. Das sind, ich sage mal, kennt man noch von früher so die alten grauen Stoßstangen, die ja immer weißer werden, diesen Weißeffekt. Dafür gibt es eine Kunststoffgel von uns für innen, außen. Das ist im Prinzip mit Nanopartikeln. Das dringt in den Kunststoff ein und reaktiviert ein wenig die Farbe. Und je häufiger man das benutzt, desto grauer, stärker wird das wieder. Für innen gibt es so etwas. Zielst du ähnlichen Effekt, den kannst du auch für außen nehmen, hat noch einen angenehmen Kokosgeruch. Ich wollte gerade wegen der weißen Farbe fragen. Ja, muss ja ein Kokosgeruch. Also es ist ja mittlerweile sehr, sehr hip, dass die Produkte nicht unbedingt nach Chemie riechen, sondern man kann das eine ja mit dem anderen verbinden. Es gibt mittlerweile Scheibenzusätze, die nach Energy riechen oder nach Apfel riechen. Und es gibt auch jede Art Reinigungsprodukte. Wir haben welche, die riechen nach Pina Colada.
nach Kokos und nach Apfel, nach Lemon, alles was du möchtest. Für Cockpit habe ich mal gehört, gibt es diese Tücher, die sollen besser sein als die Sprays. Das ist immer so eine Sache. Jedes Tuch ist so gut wie die Vorarbeit. Wenn dein Armaturenbrett verpegt ist, also total dreckig ist, hilft dir das beste Tuch der Welt nicht. Weil wenn du schmutzig bist, leichten Schmutz kriegst du mit Wasser runter. Aber wenn du richtig geschraubt hast, kriegst du das ohne Wasser runter. Nein, dann kannst du 10 Stunden duschen. Man muss immer respektierlich sehen, was passiert da und welche Verschmutzungsgrad. Mal eben, wenn du ein grundsätzlich, so wie ihr Tracker, eure Pflicht auch ist, dann reicht mal ein Tuch. Dann haben wir zum Beispiel sowas hier. Ja, du hast hier, das ist... Ja genau, sowas habe ich mal. Turbo. Schnell und einfach, genau, Turbo, weil wenn du jetzt dein Auto sowieso im Zustand hast, hast du jetzt mal keine Zeit. Du willst aber noch wohin, hast vielleicht ein bisschen Staubanhaftung oder leicht. Dafür ist es gut. Für eine Grundreinigung, never ever. Also einmal einen Grund reinbringen, erhalten ja, aber man muss immer wieder Step für Step mal neu machen. Da kommst du nicht drum rum. Und weil ein Kollege gerade hinter der Kamera steht, der hat seine Tanks vor kurzem, nee doch, du hast die Tanks. Gereinigt. Und jetzt? Ja. Du hast es gereinigt. Korrekt, mit dem Sprühreiniger. Ich hab den nur getestet. Ja, ja, klar, aber du hast ihn gereinigt. Korrekt. So, und dann? Das heißt für mich, mir wurde gesagt, nachher, also während der Fahrt, perlt auch das Wasser ab und der Dreck ist bei der nächsten Wäsche, würde einfach abgehen. Gut, das sind diese One-Step-Produkte. Das ist bei uns so ein Produkt aus der Professional-Serie, nennt sich Speed. Speed Protect. Das ist im Prinzip ein Kanauberwachs. Ja, der wir machen das wie im Fernsehen, da müsst ihr so gucken. Das ist sowas. Ja, das heißt aber auch grundsätzlich, wenn die Zugmaschine dann sauber ist, dann sprüht man damit rüber. Ja, und dann hast du diesen Abperleffekt. Und in diesem Fall, jetzt riech mal dran. Oh, dann macht es auch noch Spaß. Ja. Und dieses Gelbe signalisiert im Prinzip den Kanauberwachs, weil wir haben echten Kanauber da drin und dadurch Kanauber ist das härteste Produkt aus der Natur, was du nehmen kannst zum Versiegeln. Was ist denn jetzt Kanauber? Ich kenne nur Lotusblüten-Effekt. Lotusblüten-Effekt ist ja nur dieses Abperlen. Kanauber ist im Prinzip im Naturformat ähnlich wie Bernstein. Es ist ein hartes, glasähnliches Gebilde. Das wird weich gekocht, mit einem hohen Anteil wird es mit Wachsen verbunden. Dadurch bekommst du Kanauber. Es ist also ein reines Naturprodukt. Und du kriegst damit den höchsten Glanzgrad hin, bis zu 96% mit einer Messmethode. Das erreichst du mit keinem chemikalischen Produkt. Das geht nur mit Kanauber. Ist nicht ganz so lange standfest wie jetzt vielleicht ein Highspeed-Wachs, aber macht dir enormen Glanz. Es wird sehr gerne genommen bei Oldtimer oder wenn du so richtig glanzgeil bist, du hast eine Maschine, die vielleicht einen schönen tiefen Lack hat und du möchtest nochmal so auf so einer Show das haben, dann ist das richtig. Das von den Profis wird es mit den Händen einmassiert, dann muss es eine Zeit stehen und dann wird es mit Mikrofasertuch runtergenommen. Und dann hast du den höchstmöglichen Glanzgrad, den es gibt. Das ist Kanauber. Hast du noch eine Frage? Nee, ich werde das ausprobieren. Eine Frage erstmal nicht, vielen Dank dafür, aber ich werde das auf jeden Fall ausprobieren. Das ist, ja. Wie gesagt, wir stehen mit unserem Namen dahinter und wir geben Produkte auf den Markt erst frei, wenn es von unserem Labor und von den Anwendungstechnikern getestet worden ist. Teilweise ist die Firma Sonax mit einigen Produkten vielleicht etwas später auf dem Markt als die Mitbewerber, aber dafür können wir sagen, unsere Produkte sind sicher. Ja, darum geht es ja auch. Es ist ja auch einmal, wir reden immer nach wie vor noch von Chemie. Und wenn du das mit Händen arbeitest, es gibt viele Mitbewerber oder auch aus dem Ausland, die in den Markt reingeschmuggelt werden, du weißt ja gar nicht, was langfristig passiert. So, und da legen wir sehr, sehr viel Wert drauf. Die Firma Sonax steht eben dafür, dass wir sagen, alles so schonend, wie es eben geht. Ja, und deswegen, und dann die Profiserie, die für Aufbereiter ist, die sind natürlich ein bisschen aggressiver, die gibt es bei uns aber auch nur raus, wenn es erklärungsspezifisch ein Außendienst da war und hat die Produkte erklärt in der Anwendung. Weil die meiste Problematik, warum die Produkte nicht funktionieren, sind Anwenderprobleme. Ja, weil die Leute nicht wissen, was sie damit machen. Und das ist der Riesenunterschied dabei. Ja, werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Hört sich auf jeden Fall gut an. Vielen Dank. Ich auch. Wir danken der Firma Sonax für die Einblicke und wir müssen jetzt wieder raus. Es regnet. Ja, ne? Wir nicht. Wir stehen im Trockenen. Ich danke euch. Viel Erfolg noch weiterhin. Ciao. So, Leute. Jetzt kommt was richtig Interessantes. Und da habe ich richtig Bock drauf. Dein Name war nochmal? Thorsten Lingnau. Ach, du bist auch noch der Chef? Ja. Habe ich gut informiert. Und zwar bei Simulationstechnik Lingnau. Richtig. So, und die Jungs haben so ein geiles Gerät hier. Das kann man kaufen, mieten. Oder bei uns in der Arena stundenweise mieten. Also wir vermieten es für Events wie hier. Wir sind hier jetzt vom ADAC gebucht. Oder man kann zu uns kommen und irgendwelche Rennsessions buchen. Und man kann es natürlich auch kaufen. So, pass auf. Und ihr seht jetzt gleich, das Teil bewegt sich komplett. Es ist der Hammer. Ich habe mir das gerade angeguckt, auch wenn es einen Crash gibt. Die Jungs übertragen das auch bei YouTube. Es gibt richtige Rennen. Ja, das habe ich mir gerade sagen lassen. Völlig krass. Das heißt, die Fahrer sitzen
meinetwegen auch in einen Raum, das wird irgendwie vernetzt auch. Es wird mit Live-Commentary, also mit Kommentatoren, sieht aus wie echtes Rennen. Ihr müsst euch das auf jeden Fall mal angucken. Wenn die Jungs mir eine E-Mail schreiben, dann verlinke ich das mal unten im Video, dass ihr euch mal die YouTube-Videos angucken könnt. Das ist völlig krass. Ich habe das noch nicht gesehen. Und jetzt habe ich mal die Gelegenheit, das Ding zu fahren. Und ihr seid jetzt quasi live dabei. Ich werde mich übrigens, ich habe das noch nie gemacht. Ja? Noch kein Rennen gefahren, ich kenne die Strecke nicht. Ich bin noch nie so ein Rennen gefahren. Ich werde jetzt alles kaputt fahren. Aber gut. Machen wir so. Das ist der Vorteil, beim Simulator geht nichts kaputt. Ja, ich krieg alles kaputt, das wisst ihr, ne? Oh mein Gott. Ich sitze hier übrigens, ich kann mich nicht mehr bewegen, Leute. Ich kann, ohne Witz. Krass. Okay. Nochmal einen auf Profi jetzt. So, okay, nochmal. Gas, tritt mal Gas. Ich will über die Pedalentfernung gucken. Ist was nah, oder? Geht so. Ist angenehm vom Sitzen. Bremse mal treten. Ah ja, wie beim Auto. Ja, stimmt, okay. So, auch die Funktionierung mit Druck, also man muss auch reintreten. Ne? Okay. Ne? Also das ist keine Mädchenbremse. Okay. Lenken ist klar. Hochschalten ist ziehen. Runterschalten ist nach vorne drücken. Ja. Ne? Kuppel vorne. Genau. Oh, okay. So. Ich werde alles kaputt machen. Ja. Einfach langsam. Ich fahr langsam. Ja, das ist ein Truck, der fährt keine 80, sondern 200. Deswegen das, also hier muss man sehr früh anbremsen. Nein, ich verstehe. Ja. Jetzt geht gleich eine Ampel an. Ja. Da gehen 5-6 rote Lichter an. Und wenn die ausgeht, erst dann ziehst du am Hebel aus den ersten Gang rein. Hier in dem Display siehst du deinen Gang und alles. So, du bist jetzt bei N, Leerlauf. Ampel geht an. Gas geben. Gas, 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 Thank you.
Ich war so weit vorne. Vor allen Dingen, wenn du beim Driften, da kann man auch driften richtig mit, ne? Ich hätte den auch die Traktionskontrolle ausmachen können, dann wäre es nur am Driften. Also, wenn man so richtig geiles Erlebnis haben will mit Kumpels oder so, geht ja auch, ne? Auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich schreibe euch die Adresse auf jeden Fall unten rein, das ist der Hammer. Weil der driftet auch, der Arsch geht weg, da bist du auf einmal voll im Film drin. Nice, herrlich. Geil. Ja, schön. Oh, immer rauskommen ist schlecht. Okay. So Leute, das ist das Ende des Videos und es ist nicht so geworden, wie ich das geplant habe. Das kann ich von vornherein jetzt schon mal sagen. Es hat heute nur geregnet. Das Problem war mit den Kameras, mit Regen ist nicht so gut. Wo müssen wir lang? Da geradeaus durch. So. Ich habe meinen Nupsi verloren. Da. Ich wollte gerade sagen. Fehlt doch die Wurst. So, ein paar Meter weiter. Also wir sind gerade auf dem Weg zu unserem Parkplatz, der auch sehr weit ab ist vom Schuss. Und wie gesagt, es tut mir unheimlich leid, dass dieses Video nicht so geworden ist, so wie ihr es von mir gewohnt seid. Und wie ich es eigentlich auch immer ankündige. Kannst du bestätigen, es war nicht möglich. Wir waren, das sind die Einbilder da mit dem Zaun. Da hat es geregnet, da stand ich dann seitlich noch mit dem Regenschirm. Ihr merkt es am Wind. Ich bin völlig unzufrieden. Ich bin zwar todmüde, aber auch echt unzufrieden, dass das Video so geworden ist. Ich weiß nicht, was ich draus zaubere, Leute. Was Gutes. Was Gutes, ich hoffe. Aber wie gesagt, ihr sollt wissen, es war keine Absicht, aber das Wetter hat uns so einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber dafür hast du ja die Szene mit dem Fahrsimulator. Ja. Ein paar Szenen haben wir noch so auf Krampf, aber das Problem ist, ich habe halt nicht gepennt. Ich bin jetzt so müde, ich habe gesagt, ich muss nach Hause. Wir haben jetzt noch 3 Stunden Fahrt. Wie geht das jetzt lang? Wir müssen hier rein. Das soll es dann gewesen sein, Freunde. Ihr merkt, ich bin ein bisschen unzufrieden. Ich hoffe, ihr gebt trotzdem einen Daumen hoch für die Anfahrt und alles. Tut mir leid, aber gegen Wetter können auch wir beide nichts machen. Deswegen sage ich, danke fürs Zuschauen. Haut da rein, euer Kai. Tschüss. Tschüss.